Hallo und herzlich willkommen zu Fallout 4. Ich befinde mich noch an exakt der gleichen Stelle, an der wir uns beim letzten Mal verabschiedet haben. Und da oben kommen Gegner angerannt. Okay, mal wieder ein Raider-Veteran. Wir hatten gerade erst einen ganz kuriosen, merkwürdigen Zusammenstoß mit einem Raider-Veteran. Und Nick Valentine. Und jetzt, naja, schaue ich erstmal, ob ich die hier töten darf. Oder ob die Nick auch kennen und mögen und sich mit ihm ganz gut verstehen. Warum treffe ich den nicht? Weil ich beschissen ziele. Ja, sag es doch. Weil ich beschissen ziele. Und selbst mit dieser Waffe, die in alle möglichen Richtungen alles Mögliche trifft, nicht treffe. Außerdem bin ich gleich wieder tot. Gott. Da bin ich ja froh, dass... Alter! Das war knapp. Bin ich ja froh, dass die nicht gerade noch am Ende der letzten Folge angekommen sind. Wo ich sowieso schon wieder maximal verwirrt war. Was eigentlich auch noch nicht nachgelassen hat, wie man vielleicht gerade schon merkt. Wo ist die blöde... Oh, wo ist denn die blöde Leiche jetzt hin? Ich weiß es nicht. So, da laufen aber noch mehr Leute. Muss ich gleich nochmal hingehen. Lass das sein jetzt. Raider Psycho. Weißt du, jetzt laufen hier plötzlich Veteranen rum. Es hieß eigentlich, je weiter man nach Süden kommt, desto gefährlicher wird das Ödland. Deswegen dachte ich, gehst du mal nach Norden erstmal für den Anfang. Für den Anfang. Für den Anfang in der 198. Folge. Nee, aber machst du erstmal den Norden zu Ende quasi. Was ist das hier? Ein zotteliger Yaogawi. Ach Gott, Leute, killt mich doch nicht. Killt mich doch nicht mit den Yaogawi. Das hört nicht auf. Jetzt habe ich hier auch schon Yaogawi. Ich war davon überzeugt, dass die Yaogawi heißen. Und jetzt sind es sowohl in Fallout 3 als auch in Fallout 4 Yaogawi. Ach Leute, lasst mich doch in Ruhe. So. Immer noch maximal verwirrt. Das ist die Leiche, die ich eben gesucht habe. So, jetzt bin ich wieder überlastet und kann nicht laufen. Das fängt schon wieder ganz toll an. Okay, ich wollte da oben eigentlich kurz diesen Ort entdecken. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich am Haus der Nakanos quasi auch schon wieder dran vorbeigelaufen bin, beziehungsweise beides mehr in die Richtung liegt. Sowohl dieses komische Kino oder was das war, oder Film, Theater. Theater war es, glaube ich. Das Theater, welches ich räumen soll, als auch das Haus, scheint wohl beides in der Richtung zu sein. Jedenfalls sind da jetzt zwei Markierungen. Das heißt, ich bin von der Ecke aus da vorne ein bisschen in die falsche Richtung gelaufen. Aber ich wollte halt diesen Ort hier schnell entdecken, wo ich ihn gerade schon mal so gesehen habe. Auf der Karte und in Wirklichkeit. Ne, auf der Karte ja gar nicht. Auf dem Kompass halt. Landhaus an der Küste. Och, süß. Oh, was ist da? Ein Meierlock! Guck mich an! Ja! So. Schau mir in die Augen, Kleiner. Denn dann kann ich dich besser töten. Und, achso, die Windmühle gehörte schon wieder zu den Gunnern da hinten auf der Autobahn. Deswegen werde ich da jetzt nicht hingehen. Die hatte ich am Ende der letzten Folge ja auch schon gesehen und mir gedacht, hey, eine Windmühle... bewohntes Gebiet und so weiter. Könntest du ja mal gucken gehen. Aber da werde ich jetzt nicht hingehen. Ich gucke mir aber das hier noch ein bisschen an. Hier ist doch noch was Rotes. Hier muss doch noch irgendwas sein. Okay, erstmal gucken, was wir hier noch haben. Dann muss ich mir gleich einen Behälter suchen, um die Überlastung loszuwerden. Beziehungsweise eigentlich brauche ich keinen Behälter. Ich könnte auch Nick mal wieder dafür einspannen. So, aber erst... Oh. Ah. Hallo, mein Freund. Lass mich in dein Gesicht schießen. Nein, keine OP. Naja, hat trotzdem funktioniert. Aber ich bin dummerweise wieder ein bisschen verletzt. Das hat mich verletzt. Dass der Meierlurk mich so grob behandelt. So, hier geht's nach... Hier geht's in eine Höhle. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, es wäre nur einfach dieses Häuschen hier. Jetzt muss ich auch noch Höhlenforscher spielen. Naja, schaue ich gleich mal rein. Ich gucke mich nochmal hier oben ein bisschen weiter um. Ist wahrscheinlich ein Loch voller Meierlurks da unten. Oder so, wer weiß.
Schaue ich gleich rein. Hier war noch ein Nachbargebäude, ein Nachbarhaus. Da würde ich noch ganz schnell einen Blick reinwerfen, in der Hoffnung, einen kleinen Behälter zu finden. Oh, ich finde eine Werkstatt. Ah, ja, okay. Die kann ich schon mal benutzen. Das ist nett. Ich dachte jetzt eigentlich, da käme. Machen wir das direkt mal weg hier. Räumen wir das mal direkt aus dem Weg. Ich dachte eigentlich direkt, da käme jetzt die Meldung, hier, das ist nicht mit dir verbündet und so weiter. Kannst du nicht benutzen, aber so wie es aussieht, musste ich hier tatsächlich einfach nur hingehen. Also entweder musste ich hier überhaupt nur einfach hingehen oder ich musste nur hingehen und die Meyerlurks töten. In jedem Fall kann ich die Werkstatt jetzt hier benutzen, was ich aber eigentlich gar nicht tun möchte. So großartig. Das war gar nicht mein Ziel. Die Frage ist jetzt, benutze ich die Werkstatt jetzt als Behälter? Ich glaube, einen anderen hatte ich nicht, ne? Oh ne, ich nehme das Zeug mal raus. Ganz im Gegenteil, das vergesse ich nämlich sonst nachher. Ich werde Nick einfach. Oh, was ist das hier? Okay, nichts, was ich lesen könnte. Ich werde Nick einfach mal wieder misshandeln. Hey, schieß los. So, und ich merke schon, dass ich gerade total unkoordiniert bin, mal wieder. Ich glaube, das ist einfach immer noch die Verwirrung über den Veteran da aus der letzten Folge, die ich eben ja erst aufgenommen habe. Und generell, ich bin gerade verwirrt und unkoordiniert, was mir leid tut. Es funktioniert eigentlich immer alles besser, wenn ich mir vor Beginn der Folge überlege, was genau ich mache und wohin ich gehe und überhaupt. Stattdessen habe ich aber jetzt einfach mal wieder die Aufnahme gestartet und darauf losgelegt. Das war eine dumme Idee. So, wir gehen in die Höhle. Ich hoffe, dass sie nicht allzu groß sein wird und uns nicht allzu lange aufhält. Oh, okay, die ist gar nicht so. Hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Sie ist nicht allzu groß und sie hält uns auch nicht allzu lange auf. Hat sich erledigt. Gut, dann jetzt tatsächlich zum Haus der Nakanos, heißen sie, glaube ich. Und zum irgendwas Meadows Theater, um dort aufzuräumen. So, wenn ich allerdings hier lang gehe, werde ich an dieser Fabrik vorbeikommen. Diese Fabrik entdecken und wahrscheinlich dann auch erforschen wollen. Deswegen gehen wir lieber oben lang. Ich guck mal, ob es da oben noch einen anderen Weg gibt. Nochmal wieder quasi zurück, wo der Veteran war. Wobei, hier war doch schon Kartenende, hatte ich das Gefühl. Oder hatte ich gedacht. Das sah zumindest so aus, als sei hier. Hey, warum hänge ich fest? So. Als sei hier schon Kartenende gewesen. Zumindest sind wir arg nah dran. Aber schauen wir mal. Irgendwie, meine Pinöckel gehen in die Richtung. Also hier die Kartenmarkierung. Von daher schauen wir mal gerade. Da ist doch Ende. Ich kann noch nicht mal weiter nach oben gehen. Aber da ist tatsächlich noch eine Markierung auf der Karte auch. Schau mal. Das ist ja ein Ding. Komme ich denn da noch hoch hier? Das ist doch das Kartenende. Ich hätte nicht gedacht, dass jenseits dieser Markierung noch irgendwas, also dieser Wand hier noch irgendwas ist. Das scheint mir aber auch nicht so sein zu sollen, dass ich da hoch kann. Das ist ja kurios. Ich komme hier auch nicht weiter. Ich gehe mal außen rum. Wie spielen wir jetzt Verstecken? Ich versuche hier zu der Markierung zu kommen, die irgendwie außerhalb der Karte liegt. Komischerweise. Lass mich mal gerade gucken. Ich bin doch schon jenseits von Gut und Böse. Kurios, warum ist das nicht mehr auf der Karte? Also ich frage mich halt entweder, warum geht die Karte. Ah, was ist das? Wilder Ghul. Streuner, okay. Ich dachte gerade, es wären Ertrunkene. Sah so aus, als kämen die da aus dem Wasser und seien Ertrunkene. Ich frage mich halt, warum man entweder warum man nicht die Karte größer gemacht hat, sodass dieser Questort noch mit drauf ist. Oder warum man einen Questort wählt, der außerhalb der Karte liegt. Also, beides führt mich zur selben Frage. Die Frage ist halt nur, wie rum ist es geschehen? Hat man erst die Orte festgelegt und dann gesagt, basteln wir den Rest der Karte drumherum? Was ich eigentlich für eher unwahrscheinlich halte. Aber wer weiß. Ich weiß nicht, wie man da so vorgeht. Oder hat man zuerst die Karte entworfen und dann gesagt, pass auf, hier führt dich jetzt eine Quest dorthin und dann führt dich eine Quest dahin und dann führt dich eine Quest dorthin. Das halte ich für wahrscheinlicher.
Und warum hat man dann aber einen Ort genommen, der außerhalb der Karte liegt? Naja, egal. Jetzt schauen wir mal. Ich bin quasi da. Ich guck noch mal gerade. Ich bin weit, weit jenseits von Gut und Böse hier. Das ist echt kurios. Das hier ist eigentlich der obere Rand der Karte. Weiter nach oben kann ich auch nicht gehen. Und ich bin schon gar nicht mehr drauf zu sehen. Weil das außerhalb der... der Kartengrenze liegt. Kurios. So, was haben wir hier für einen kleinen Schuppen? Metalleimer. Achso, ich muss eigentlich da... Eigentlich darf ich hier gar nicht so viel... Ich muss das Zeug eigentlich liegen lassen. Ich darf gar nicht so viel einpacken. Und ich tue es trotzdem. Ich darf eigentlich gar nicht so viel einpacken. Ich sollte das alles liegen lassen. Zack, zack, zack. Einpacken, einpacken, einpacken. Nee, ich bin gleich wieder überlastet. Wahrscheinlich. Und allzu viel wird Nick auch nicht mehr tragen können. Oh, was liegt hier? Wer liegt? Oh, Jingles! Ein Jingles liegt hier! Jingles, der Mondaffe. So. Das sollten aber jetzt gleich die richtigen Orte sein, zu denen ich reisen sollte. Verdammt, melde dich! Ich weiß, dass du mich hören kannst. Wo ist sie? Wo ist meine Tochter? Kenji, bitte. Du sitzt da jetzt schon seit Stunden dran. Hör auf damit. Du musst schlafen. Sie ist da draußen, Ray. Jemand hat sie. Das könnten Raider oder Gunner oder Gott weiß was noch alles sein. Hallo, Leute. Okay, es irritiert mich, dass das kein neuer Ladebildschirm ist hier. Sondern tatsächlich einfach nur... Oder ist das nachträglich dazu gekommen? Das könnte natürlich sein, dass das gar nicht... Also, dass das so wie die DLCs quasi ist. Ich glaube, die liegen auch außerhalb der Karte. Dass das durch irgendwas, durch irgendein DLC oder irgendwas erst nachträglich mitgekommen ist, dieser Fall der Detektei. Das wäre natürlich möglich. Das würde dann Sinn machen, warum das außerhalb der Karte liegt. Okay, ja, sprechen wir einfach mal mit den Leuten. Ich hoffe, das ist okay. Wir haben uns selbst eingelassen. Nick, dem Himmel sei Dank. Du musst dich direkt an die Arbeit machen. Sie könnte verletzt sein. Sie könnte... Oh, oh, ganz ruhig. Kenji, oder? Wieso gehst du mit mir und meinem Partner hier nicht alles in Ruhe durch? Du musst dich an die Arbeit machen. Ja. Okay, das Witzige ist, er hat Nick so angesprochen, als ob er ihn schon kennen würde. Also, hey, Nick. Und Nick wiederum sagt Kenji, oder? Als ob sie sich gerade erst kennenlernen würden. Ich, ja, ich frage einfach mal danach, nach der Beziehung der beiden. Was ist das eigentlich mit dir und Nick? Nick hat es dir nicht erzählt? Hab ihn vor ein paar Jahren bei einem seiner Fälle unterstützt. Er hat nach einem verlorenen Erbstück gesucht und ein Boot gebraucht. Es ging nicht gut aus. Der Klient hat uns hintergangen, als er hatte, wonach er suchte. Hab noch immer ein Stück Blei in meiner Hüfte. Klar. Ja, langsam erinnere ich mich wieder. Tut mir leid, dass es nicht gut ausging. Wir sind rausgekommen, das ist es, was zählt. Und jetzt kannst du dich revanchieren, indem du meine Tochter findest. Witzig, das kann ja eigentlich noch gar nicht so lange her sein, wenn das ein normaler Mensch ist, mit einer normalen menschlichen Lebensspanne. Und Nick sich eigentlich ja an die letzten 200 Jahre erinnern müsste. Aber das hat er vergessen. Naja, egal. So, dann, ja. Wir sind hier, um zu helfen. Erzähl uns, was passiert ist. Das alles haben wir nur diesem verdammten Funkgerät zu verdanken. Unsere Tochter Kazumi repariert gern Dinge. Das Funkgerät war ihr letztes Projekt. Bis sie Kontakt zu einem Entführer aufnahm, der sie von uns weggelockt hat. Oder vielleicht ist sie von sich aus weggegangen. Sie ist kein Kind mehr. Unsere Tochter ist 19. Sie weiß, wie man überlebt und sie ist nicht dumm. Ich glaube, dass sie vielleicht ihr eigenes Leben leben wollte. Nein, sie hätte uns gesagt, wohin sie geht. Sie hätte irgendwas gesagt. Ich weiß, dass meine Tochter in Gefahr ist. Ich spüre es. Finde sie, bitte. Weiß die Mutter irgendetwas? Eventuell? Die verhält sich so ein bisschen komisch. Hast du eine Ahnung, wo sie hin sein könnte? Wir wissen, dass sie eines der Boote genommen hat. Mehr nicht. Sie könnte überall sein. Ja, das ist natürlich eine Hilfe.
Wir finden sie. Keine Sorge. Danke. Ihr Zimmer ist oben, falls das was hilft. Und wenn du Fragen zu ihr hast, nur zu. Keine Sorge, Kenji. Wir klären das. Warte einfach hier. Okay, ich würde gern mit der Mutter sprechen. Die schien mir mehr Ahnung zu haben. Ich halte es gerade tatsächlich für wahrscheinlicher sogar, dass diese Sache hier mit irgendeinem der DLCs dazugekommen ist. Vielleicht sogar mit Far Harbor, weil er ja gesagt hat, sie hat ein Boot genommen. Das könnte natürlich sein, dass das etwas ist, das im Zusammenhang damit erst hinzugekommen ist. Dann macht das auch Sinn, dass dieser Ort außerhalb der ursprünglichen Karte liegt. So, und ja, das Funkgerät. Sie hat das Funkgerät repariert. Oh, da ist ein Holoband. Kazumis Projekte. Lampe. Okay, hat sie die Lampe auch repariert. Das höre ich mir gleich an. Ich wollte noch gerade den Satz beenden. Ja, sie hat das Funkgerät benutzt und Kontakt zu einem... Mal sehen, ob es Hinweise darauf gibt, wohin sie gegangen ist. Ja, da sind... Ich sehe schon von Weitem, dass da noch mehr Holobänder liegen. Wahrscheinlich sogar von ihr aufgenommen. Da liegt noch ein drittes, sehe ich schon. Gucke ich mir gleich alle an. Ja, und hat Kontakt zu einem Entführer oder so aufgenommen. Das klingt so wie heutige Kinder mit dem Internet. Also das Funkgerät ist da so wie unser Internet. Böse und gemein, wo lauter böse Menschen hocken und darauf warten, dass kleine Kinder sich anmelden. So, hören wir uns das doch mal an. Projektprotokoll. Lampe. Jupp, eine Lampe. Glühfaden plus Strom gleich Licht. Manchmal glaube ich, meine Eltern machen das Zeug nur kaputt, damit ich was zu tun habe. Okay, das wäre ja auch süß irgendwie. Also wenn sie das tatsächlich machen, damit sie was zu tun hat. Vor allem das Witzige war gerade, als sie sagte, jupp, eine Lampe, habe ich zuerst gedacht, sie hätte die Lampe jupp genannt. Hätte ja sein können. Stattdessen sollte das sowas heißen wie jawohl, eine Lampe oder ja, eine Lampe. Aber gerade bei uns im Kölschen gibt es halt den Namen Jupp. Und deswegen dachte ich gerade, sie hätte die Lampe Jupp genannt. Aber ich glaube, das war nicht so gemeint. So, dann haben wir Funkgerät. Projektprotokoll. Funkgerät. Korrigiere. Funktionierendes Funkgerät. Endlich mal Neuigkeiten von außerhalb dieses Hauses. Mein Funkname wird... Nehmen wir Ohmsches Gesetz. Das sollte komische Typen verwirren. Und wenn es jemand kapiert, haben wir zumindest den gleichen technischen Hintergrund. Ah, clever. Ohmsches Gesetz, alles klar. So, dann lag da unten noch eins, das weiß ich schon. Schauen wir hier noch gerade. Was ist... Aha! Witzig, als sie eben sagten, oben ist ihr Zimmer, habe ich noch so gedacht. Sie wird ja wohl kaum ein Tagebuch geschrieben haben, wo alles genau drin steht, aber doch, in den meisten Fällen... Kinder, die entführt werden, haben immer vorher ein Tagebuch geschrieben, komischerweise. Ich kenne niemanden, der Tagebuch schreibt, außer Leute, die später irgendwann entführt werden, die haben immer vorher ein Tagebuch geschrieben. Projektprotokoll. Träume. Nehme auf, an was ich mich erinnere, wenn ich aufwache. Ich habe immer denselben. Ich bin in einem weißen Raum. Leute reden über mich, als wäre ich nicht da. Oder es ist ihnen egal, dass ich sie höre. Und dann ist da dieser Schock, wie ein kleiner Stromstoß in meinem Kopf. Und dann schauen mich plötzlich alle an. Hoffentlich habe ich heute Nacht nicht wieder den Traum. Okay. Der Traum ist schon merkwürdig. Und ich sehe gerade, ich habe gerade zufällig da hinten diesen Mini-Obelisk gesehen. Das sieht ein bisschen aus wie eine Grabstätte. Und dann neben der Vase könnte auch noch irgendwas liegen. Könnte auch ein Holoband sein. Vielleicht ist es auch ein Stück Kreide oder so. Kann ich jetzt nicht so genau sehen. Das war jetzt Zufall, dass ich das aus dem Fenster raus gesehen habe. Ich muss nur gerade mal orientieren. Ah, das ist Richtung Westen. Okay. Ich habe jetzt gerade keinen anderen Orientierungspunkt. Ja doch, Richtung Autobahn und Richtung Westen ist das. Da muss ich gleich mal hingehen. Ja, und dann habe ich hier noch Kazumis Tagebuch. Das schauen wir uns natürlich auch noch an. Kazumis Tagebuch. Neues zum Projekt Funkgerät. Die Reichweite von diesem Ding ist schrecklich. Nichts als Rauschen und gelegentlich das verrückte Gefühl, dass das Gerät mit mir spricht. Ugh. Ich werde versuchen, die Deckungs-
die Deckungsbandbreite zu erhöhen. In Großvaters Bootshaus, das ist bestimmt das, wo wir eben schon mal waren, in Großvaters Bootshaus gibt es viel Elektronik. In dieser nautischen Navigationstechnik, mit der er experimentiert hat, muss es bestimmt was geben, was weiter entfernte Frequenzen empfängt. Wo ist nur wieder mein Schlüssel für den Safe? Ein Safe-Schlüssel. Ein Safe und ein Schlüssel. Okay. Hat sie denn den Schlüssel hier irgendwo? Oder naja, wahrscheinlich hat sie ihn dann mitgenommen, ne? Würde wahrscheinlich mehr Sinn machen. Keine Ahnung. Ist da was in dem... ich will an den Kasten, nicht an das Klebeband, Sturmfeuerzeug, Terpentin und Silbertafelmesser. Okay, so, ich wollte aber auf jeden Fall... Ich wollte zum einen mit den Eltern nochmal sprechen, mit beiden. Und zum anderen zu diesem Stein da drüben gehen. Ist das vielleicht Großvater... Ich gehe da zuerst mal hin. Sonst vergesse ich das. Ist das vielleicht Großvaters Grab? Könnte das sein? Muss mal gerade gucken. Lass mich da hin. Alter, das habe ich vom Fenster aus gesehen. Von da oben aus dem Zimmer raus habe ich gesehen, dass hier noch ein Holoband liegt. Ist das cool oder ist das cool? So, das ist eigentlich... Holoband an Opa ist eigentlich was Persönliches, aber ich habe schon das Tagebuch gelesen. Ich meine, viel persönlicher kann es nicht werden. Von daher hören wir uns das auch mal an. Opa, ich weiß, dass du das nicht hören kannst, aber ich weiß nicht, wie ich mich sonst verabschieden soll. Du hast mir so viel beigebracht. Das werde ich nie vergessen. Es ist schade, dass wir nie den alten Kahn im Bootshaus werden reparieren können. Wo immer du auch bist, ich hoffe, du hast Frieden gefunden. Okay. In liebevoller Erinnerung, Taichi Nakano, Großvater, Seemann, Ingenieur. Okay. Die Frage ist jetzt, sie hat gesagt, wo immer du auch bist... Ich hoffe, du hast Frieden gefunden. Da frage ich mich jetzt gerade, ist er denn tatsächlich auf jeden Fall bestätigterweise tot? Und sie sagt sowas von wegen, wo immer du auch bist, im Himmel oder was auch immer es für einen Ort nach dem Tod gibt. Oder ist er einfach nur verschwunden und wird für tot gehalten und sie sagt deshalb, wo immer du auch bist? Vielleicht ist er ja rausgefahren und verschollen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Das geht jetzt irgendwie noch nicht ganz daraus hervor, würde ich sagen. Aber wir sprechen mal mit den Eltern und schauen mal, was wir dabei noch erfahren. Ha, warum haben die keine Pinöckel mehr über den Köpfen? Ups, das wollte ich gar nicht. Ich habe schon mal Y gedrückt, weil ich immer die Y-Fragen stelle. Aber erstmal sollte ich vielleicht das Gespräch anfangen. Mrs. Nakano. Ich nehme an, du hast weitere Fragen zu meiner Tochter. Ja, mit Y. Du und dein Mann scheinen unterschiedlicher Meinung zu sein, wieso eure Tochter verschwunden ist. Wir beide wollen sie finden. Die Welt da draußen ist kein Ort, an dem man alleine sein sollte. Aber für Kenji trägt sie noch immer Windeln. Er sieht sie nicht als junge Frau, die ihre eigenen Entscheidungen treffen muss. Vielleicht, weil ihm das mehr Angst macht. Sie wurde nicht dazu gebracht, ohne ein Wort zu gehen. Das war ihre Entscheidung. Sie wollte nicht, dass wir ihr folgen. Aber warum? Und woher weiß sie das? Also woher weiß sie, dass sie nicht wollte, dass man ihr folgt? Ich meine, gut, die wenigsten, die abhauen wollen, dass man ihnen folgt, aber sie hätte ja dann, also wenn sie wirklich ausgezogen ist, um die Welt zu entdecken, dann hätte sie das ja auch sagen können und sich verabschieden können. Willst du vielleicht auch mal was sagen? Ja, Entschuldigung bitte, ich denke darüber nach, was du gesagt hast. Ich würde gern mehr über Kazumi wissen. Vielleicht gibt uns das einen Hinweis darauf, wohin sie ist. Meine Tochter ist stark, konzentriert und umsichtig. Deshalb weiß ich, dass sie noch am Leben ist. Aber warum sollte sie gehen, ohne uns etwas zu sagen? Vielleicht haben wir... Nein, egal. Ich möchte nicht deine Zeit vergeuden. Vielleicht habt ihr was. Was ist vorgefallen? Jedes Detail ist wichtig, Mrs. Nakano. Ich muss alles wissen. Es ist nur, dass wir viel mehr gestritten haben. Wir alle. Seit dem Tod von Kazumis Großvater. Er war der Einzige, der wirklich mit ihr reden konnte. Kenji und ich haben keine Ahnung von Maschinen, aber die beiden konnten stundenlang zusammenarbeiten. Sie fing an, bis spät in die Nacht im Bootshaus ihres Großvaters zu bleiben. Ich dachte, dass sie damit ihren Verlust bewältigen wollte. Aber jetzt frage ich mich, was sie vorhatte. Ist er denn jetzt wirklich tot? Oder ist er verschwunden?
Denn dann hätte es ja sein können, dass sie das Boot reparieren wollte, um ihn zu finden, vielleicht. Oder so. Erzähl mir von diesem Funkgerät, an dem deine Tochter gearbeitet hat. Ich weiß noch, wie aufgeregt Kasumi deswegen war. Ich dachte, dass sie insgeheim versuchen wollte, Kontakt mit Diamond City oder einer anderen Siedlung aufzunehmen. Wir sind hier draußen ziemlich abgeschieden. Sie hat nur uns als Gesellschaft und Kenji ist manchmal überfürsorglich. Jedes Detail ist wichtig, Mrs. Nakano. Ich muss alles wissen. Es ist nur, dass wir viel mehr gestritten haben. Ja, okay, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Ist ja gut. Ja, komm. Ist okay. Ja. Erstmal nicht mehr. Okay. Dann fragen wir ihn nochmal. Mr. Nakano. Hattest du Fragen zu meiner Tochter? Gründe fürs Verschwinden. Ja, erzähl mir einfach nochmal ein paar Sachen. Wieso ist deine Tochter wirklich verschwunden? Deine Frau sagt, sie wäre gegangen. Du behauptest, sie wäre entführt worden. Ich weiß, dass es Entführer waren. Kasumi ist clever, aber sie weiß nicht, wie furchtbar Menschen sein können. Nicht wie ich und Ray. Warum sollte sie einfach ihre Familie verlassen? Ohne Erklärung. Jemand hat sie dazu gebracht, ihr sicheres Zuhause zu verlassen. In jeder Minute, in der wir nicht nach meiner Tochter suchen, ist ihr Leben in Gefahr. Kannst du mir sonst noch was über Kasumi sagen? Jedes Detail könnte entscheidend sein. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Sie ist mein kleines Mädchen und weiß nicht, wie gefährlich diese Welt ist. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass ihr Großvater ihr beibringt, wie man diese Maschinen repariert. Ihr Großvater? Er hat ihr beigebracht, das Funkgerät zu reparieren? Seit sie gehen kann, ja. Ihr Großvater hatte ein Talent für Maschinen. Und Kasumi hat es von ihm geerbt. Er ist vor kurzem gestorben. Früher hat er die Ruinen im Süden nach Teilen durchforstet. Ich habe ihm immer gesagt, dass er zu alt dafür wird. Vielleicht hat sie auch noch irgendwelche Teile gebraucht und ist auch in die Ruinen im Süden gegangen, um irgendetwas zu finden. Wobei ich halt jetzt nicht weiß, ob er spezielle Ruinen meint oder generell einfach, weil alles, was südlich ist, weil von hier aus ist eigentlich alles südlich. Alles in Ordnung. Okay. Ja, ich bin mal gespannt, was gleich die Quest von sich aus mir vorschlägt, wo ich als nächstes hingehen sollte. Achso, ich muss ja noch zum Bootshaus, genau. Ja, ich frage ihn auch noch mal kurz nach dem Funkgerät. Erzähl mir mehr über dieses Funkgerät, das sie reparieren wollte. Ich versuche immer und immer wieder, das verdammte Ding zum Laufen zu bringen. Aber nichts. Ich dachte, dass sie es einfach nur zerlegen oder einen Toaster daraus bauen wollte. Wie sonst immer. Jemand hat Kontakt mit ihr aufgenommen und sie dann entführt. Mein Gott, welcher kranke Psychopath hat meine Tochter? Ich habe erstmal keine weiteren Fragen. Beeil dich. Okay, er behauptet zwar immer, jemand hat Kontakt aufgenommen, aber er hat jetzt auch keine Beweise dafür oder irgendwas in der Art gehört, oder? Kann ich das aktivieren? Nichts als Rauschen. Klar, dass der, mit dem Kasumi gesprochen hat, sich nicht mehr meldet. Jetzt, wo sie weg ist. Vielleicht hilft uns ja was anderes weiter. Oh. Nick? Okay, es klingelt gerade bei mir in der Tür, dann beende ich einfach mal spontan die Folge.